Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir nochmal eine Krippe to go und zwar wieder mit einem ganz tollen Pop-Up-Effekt. Ich habe euch ja am ersten Tag von unserem Adventskalender diese Karte gezeigt. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz einfach, damit ihr wisst, von was ich spreche. Hier sieht man die schöne Krippe mit diesem tollen Pop-Up-Mechanismus. Ich kriege die Karte gar nicht ganz ins Bild. Also die ist richtig schön, richtig toll, mit einem ganz wunderbaren Effekt. Das Video ist dazu, das verlinke ich jetzt einfach hier oben unter dem weißen i. Und wir machen heute auch eine ganz tolle Krippe to go, die zeige ich euch gleich. Vorher erkläre ich aber kurz, wie ich auf die Idee dazu gekommen bin. Und zwar bei meiner Weihnachtspost. Das Video kann ich euch auch hier oben verlinken. War eine Karte dabei und ihr habt euch gewünscht, wie man die bastelt. Die ist von der lieben Claudia. Die sieht so aus, wenn man die hier aufmacht. Poppt sich hier so eine Art Theater auf mit den kleinen Figuren drinnen. Und ich dachte, das kann man auch wieder super verwenden, weil man die auch so schön hinstellen kann für eine Krippe to go. Also die eignet sich ganz besonders gut. Zum Beispiel, ich habe schon bei dem ersten Mal erwähnt, für Menschen im Krankenhaus oder Menschen im Altenheim, die eine schöne Karte schicken mit der Krippe, dass sie sich eben auch eine Krippe aufstellen können. Und meine Idee dazu sieht so aus. Also von außen jetzt mal nicht sehr spektakulär. Von hinten hat man noch ein bisschen Platz, was drauf zum Schreiben, persönliche Grüße. Dann kann man die hier an der Seite so aufmachen. Und dann kommt dieser tolle Mechanismus und man kann den jetzt hier so aufklappen. Ich zeige es euch jetzt erstmal noch hier von der Deko. Und hier hat man dann diese wunderschöne Krippe. Ich finde, die sieht richtig toll aus. Und die kann man sich eben so super hinstellen. Ich kann das auch noch ein bisschen in die Richtung biegen. Und dann bleibt die hier auch so schön stehen und man kann die sich schön nebens Bett stellen oder auch ans Fensterbrett oder so. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Idee, um eine schöne Krippe zu verschicken. Ganz flach natürlich kann man das per Post verschicken und kann es dann so schön aufstellen. Genau, und ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert. Und an dieser Stelle ganz lieben Dank an die liebe Claudia für die tolle Idee. Grundidee von der Karte. So, die Bestellnummern für die Designerpapiere halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Ich benutze jetzt einmal dieses Designerpapier Weihnachtsblüten, Savanne und Flüsterweiß. Und als Farben für die Deko einmal Olivgrün, Wildleder und Safrangelb. Das sind immer die Bestellnummern. Wenn ihr die braucht, drückt ihr auf Pause, dann habt ihr die. Und an Zuschnitten habe ich auch schon einiges hergerichtet. Da habe ich euch jetzt wieder so ein Papier gemacht, wo ihr alle Maße auf einem Zettel stehen habt. Ihr könnt hier einfach ein Pausebild machen oder einen Screenshot und dann habt ihr alle Maße. Und so, wenn euch das herrichtet, dann könnt ihr direkt mitbasteln. Genau, ich erkläre aber trotzdem alles nochmal genau. Noch ganz kurz in dem Designerpapier Weihnachtsblüten, da habt ihr ja auch dieses wunderschöne Holzdekor. Also ich habe ja dieses Grüne benutzt und das Holzdekor und das könnt ihr auch benutzen. Ich nehme jetzt im Video ein anderes Holzpapier, das habe ich noch, ein älteres. Ihr könnt wie gesagt das andere nehmen als Holzdekor, weil mein Papier ist nämlich jetzt alle. Ich muss jetzt auf ein anderes zurückgreifen und ich finde es auch wunderschön, deswegen nehme ich das auch ganz gerne. Meine Nachbestellung vom Papier ist noch nicht da. Okay, also wir starten. Ihr braucht zwei Papiere. Einmal in Wildleder, also zwei Wildlederpapiere. Einmal in 22,3 cm mal 10,5 cm von der Höhe. Das wird gefalzt. Ich habe das schon gemacht, aber ich zeige euch gleich, wie ich das gefalzt habe. Und dann habe ich noch ein Stück, das hat das Maß 21 cm mal 10,5 in der Höhe. Das falzen wir auch gleich zusammen. Dann habe ich zwei Streifen mit dem Maß. Muss mal kurz gucken, dass die Höhe passt. Genau, hier sind zwei Streifen mit dem Maß 10 cm mal 2 cm von der Höhe. Die habe ich rechts und links schon mal gefalzt bei einem Zentimeter. Und dann habe ich noch ein Stück, das ein bisschen höher ist, also auch 10 cm lang und 2,5 cm hoch und auch bei 1 cm rechts und links schon mal gefalzt. Das ist schon mal erledigt. Dann habe ich ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 10 cm mal 7,5 cm und zweimal Flüsterweiß in dem Maß 13 cm mal 10 cm. Das habe ich schon beklebt mit Designerpapier, das hat das Maß 12,5 mal 9,5 cm, auch zweimal braucht ihr das dann.
Dann haben wir noch zwei Stücke, die sind 10 cm x 5 cm breit, flüsterweiß und schon beklebt mit Designerpapier mit 9,5 x 4,5 cm. Natürlich braucht ihr noch flüsterweiß für die Deko. Ihr braucht ein bisschen Savanne, ein bisschen Olivgrün, ein bisschen Safrangelb für die Deko. Einfach Reststücke. Und dann habe ich eben noch zwei Designerpapierstücke in dem Maß 10,5 x 7,8 cm, zweimal Holzpapier. Und die ganze Deko habe ich mir auch schon hergerichtet, die zeige ich euch dann nachher. Wir fangen jetzt an mit dem eigentlichen Falzen. Also wie gesagt, die Streifen habe ich jetzt schon gefalzt, das andere eigentlich auch schon, aber ich zeige euch das ganz kurz, damit da nichts schief geht. Ich nehme mir zuerst das Papier mit dem Maß 22,3 x 10,5 cm und es wird gefalzt bei 13,6 cm. Einmal hier anlegen bei 13,6 und dann mit der hellen Klinge einmal falzen und dann noch bei 13,9 auch mit der hellen Klinge einfach falzen. Dann habt ihr hier zwei kleine Falzlinien nebeneinander. Und das zweite Papier hat das Maß 21 cm mal 10,5 cm. Das falzt ihr euch einmal bei einem Zentimeter. Hier lege ich mir das immer auf diese Seite an und falze mir das einmal. Dann drehe ich mir das Ganze immer einmal um und falze es mir, also liegt dann hier meine Falzlinie liegt dann auf der linken Seite und dann falze ich das Ganze nochmal bei 6,5 cm, hier bei 6,5 cm anlegen und falzen. Und das Ganze mache ich dann nochmal, das heißt, ich gehe hier wieder auf 1 cm auf dieser Seite, falze mir das einmal, drehe mir das Ganze wieder so rum, dass es auf der linken Seite liegt, die 1 cm Falz. Und mache das Ganze nochmal bei 6,5 cm. Dann habe ich hier 1 cm, 6,5 cm. Auf der anderen Seite genauso bei 1 cm und 6,5 cm. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Genau, das ist das ganze Faltwerk. Wie gesagt, dann eben noch diese kleinen Laschen jeweils bei 1 cm. Da mache ich es eben auch so. Drehe ich mir nur hier, also hier ein. Auf der rechten Seite ist 1 cm. Falze es mir einmal rumdrehen. Wieder bei 1 cm nochmal falzen. Und so habe ich das mit allen dreien gemacht. Als erstes schnappen wir uns unser Papier, das diese vier Falzlinien hat. Und die knicke ich mir jetzt einfach einmal nach, dann seht ihr das auch schon mal besser. Immer so nachfalzen, dass dieser Hügel innen drinnen ist. Man hat immer zwei Seiten von dieser Falz, einmal so ein Tal und einmal ein Hügel. Und der Hügel muss immer nach innen gefalzt werden, da könnt ihr euch orientieren. So seht ihr jetzt die Falzlinien auch ein bisschen besser. Und das andere Papier, das falze ich mir jetzt auch gleich mal nach. Die liegen ziemlich nah nebeneinander, da muss man ein bisschen aufpassen. Da tut man sich immer ein bisschen leichter, wenn man vorher mit der Hand nachfalzt und danach erst mit dem Falzbein so drüber geht. Dann hat man noch diese schöne Wölbung. Genau. Als erstes starte ich jetzt damit, dass ich mir dieses Element nehme, das diese vier Falzlinien hat. Das wird nachher unser Pop-up-Mechanismus werden. Also hier kommt dann die Kippe rein. Und da lege ich es mir so hin, dass dieses Mittelteil, das ist mein Schaukasten für meine Krippe sozusagen. Also das ist genau dieses Element hier. Seht ihr das? Und das klebe ich mir jetzt erstmal, da klebe ich mir jetzt erstmal mein Designerpapier drauf. Mein Zuschnitt von dem Holzdekor. Und das mache ich jetzt einfach mit Flüssigkleber, dass ich mir das da schön direkt komplett aufklebe. Guck jetzt mal genau. Das ist also, wird komplett so aufgeklebt, dass da kein Rand entsteht. Und mit dem fangen wir jetzt einfach mal an. Und dann, also ich klebe mir das wirklich genau zwischen diese beiden Falzlinien rein und das schließt oben und unten an. So könnt ihr euch das schon mal ganz gut vorstellen. Und das stanzen wir uns jetzt als allererstes mal. Dazu schnappe ich mir mal meine Stanzmaschine. Was ich jetzt noch gleich mache, weil ich einfach die Stanzmaschine dann schon mal im Bild habe. Ich habe mir ja meine ganzen Deko-Elemente schon hergerichtet. Einfach, dass das Video nicht zu lang wird, weil es ja vom Mechanismus schon gar nicht so einfach ist. Ich habe jetzt einmal die Weihnachtskrippe verwendet. Die hat diese Bestellnummer. Da habe ich mir schon alles aufgestempelt. Und ich stanze mir das Ganze aus mit der Stanzform Krippenszene, diese Bestellnummer. Und die Maria und den Josef und das Jesuskind habe ich mir, wie gesagt, schon aufgestempelt. Das stanze ich mir jetzt auch gleich aus und zeige ich dann natürlich auch noch alle Stanzteile, die ich sonst noch so hergerichtet habe. Aber wenn ich die Stanzmaschine schon mal da habe, dann mache ich das gleich alles in einem. Die Auflageform ist unten die dicke Grundmatte, die Nummer 1.
die dünne Grundmatte Nummer 2. Dann habe ich die metallische Platte. Und da setze ich mir jetzt mein Stempelmotiv und meine Stanzformen auf. Und kann mir die hier wunderschön einmal ausstanzen. Und dann kommt jetzt nur noch eine Acrylplatte mit der Nummer 3 drüber. So. Dann habe ich das auch schon mal. Das ist so mein letztes Deko-Element, wo mir noch gefehlt hat. Und jetzt nehmen wir uns unseren Mittelpunkt von unserer Karte eigentlich, also das Fenster zur Krippe. Und dann nehme ich mir jetzt die Stanzformen Tierische Freunde. Die hat diese Bestellnummer. Da gibt es dieses wunderschöne Element. Und dann nehme ich das Größte raus. Also da gibt es verschiedene Größen. Seht ihr das gut? Und das Größte davon habe ich mir rausgesucht. Das passt dann nämlich richtig schön. Und das setze ich mir jetzt schön mittig auf. Also ich möchte, dass das wirklich, ja, dass es einfach insgesamt schön mittig aufgesetzt ist. Und rechts und links so ein bisschen der gleiche Rahmen ist. Und oben und unten, da achte ich auch ein bisschen drauf. Und kurbel mir das auch einmal durch. Dann nehme ich die Stanzmaschine schon mal weg. Und jetzt seht ihr das schon. Also ihr habt dieses Element. Das ist total schön, weil es eben... Oh, es ist hier anscheinend nicht ganz durchgestanzt. Hätte ich vielleicht noch einmal durchkoppeln müssen. Aber es hat ganz gut funktioniert. Das ist schön, weil es hier innen umrandet ist, bestickt ist und außenrum auch gleich. Also so hat man nochmal einen kleineren Effekt. So nochmal einen kleinen Spezialrahmen, der ganz schön passt. Wenn ihr jetzt diese Stanzform nicht habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit einer anderen Stanzform machen. Also ich sage euch mal so ungefähr die Maße. Also das hat jetzt eine Breite von circa 7,8 cm und eine Höhe von circa 8,3 cm. Also so ist ungefähr der Ausschnitt. Wenn ihr jetzt nicht die gleiche Stanzform habt, könnt ihr das auch entweder mit dem Skalpell selber schneiden. Da braucht ihr auch nicht unbedingt eine Stanzmaschine. Da könnt ihr euch das einfach anzeichnen oder ihr nehmt einfach eine Form, die ungefähr diese Größe hat. Und wie versprochen, zeige ich euch jetzt mal kurz, was ich schon alles an Deko hergerichtet habe. Also wir stempeln jetzt gleich auch noch zusammen. Aber hergerichtet habe ich mir schon mal einmal diese Krippe. Die habe ich einfach aufgestempelt in Savanne, glaube ich. Ja, genau, in Savanne und habe mir die einfach mit Aquarellfarben angemalt, mit Braun und Gelb. Ein kleines Schäfchen auch in Savanne aufgestempelt und koloriert. Den kleinen Esel habe ich in Schiefergrau aufgestempelt und koloriert. Dann habe ich mir zwei Palmen ausgestanzt mit Olivgrün, zwei Sterne mit Safrangelb, genau, dass ich nicht durcheinander komme, und dann noch diese Hütte aus Savanne. Dann Maria und Josef und das Jesuskind natürlich, habt ihr schon gesehen, habe ich auch mit Aquarellstiften angemalt. Und dann habe ich mir noch aufgestempelt, das freut euch und denn ein Kind ist uns geboren, das brauchen wir dann auch noch gleich. Also denn ein Kind ist uns geboren, das können wir eigentlich gleich ausstanzen. Da schnappe ich mir die Stanze zeitlos, das Etikett. Und kann mir das gleich mal einmal schön ausstanzen. Haben wir das auch schon mal. Das freut euch, das habe ich, das mache ich immer ganz gerne mit einer Stanze. Und zwar nehme ich da immer ganz gerne das klassische Etikett. Ich stanze mir das einmal aus. Und jetzt habe ich es da einfach so gemacht, dass ich mir das Ganze noch mal kurz abgeschickt habe. Und zwar einfach nur so ein bisschen schräg. Das kommt dann vorne drauf. Und dann brauchen wir noch ein Element. Und zwar nehme ich mir noch das Flüsterweiß raus. Dieses Papier, das wir jetzt noch übrig haben in Flüsterweiß, das hat das Maß 10 cm mal 7,5 cm. Und da stemple ich mir noch ein paar Sternchen auf und ein bisschen den Spruch. Und dazu zeige ich euch mal kurz noch alle Stempelfarben. Also ich habe für den Esel das Schiefergrau benutzt, das Savanne für die ganzen Figuren außenrum. Und jetzt verwende ich für die Sterne noch Safrangelb und für den Spruch Olivgrün. Und alles ist, wie gesagt, aus diesem Stempelset und diesem Stanzset. Also ich habe da nichts anderes verwendet. Jetzt mache ich zuerst mal den Spruch. Den versuche ich schön gerade aufzubringen. Und der kommt jetzt so... Also je nachdem, wenn ihr noch viel Platz zum Schreiben haben wollt, dann macht ihr euch das lieber unten irgendwo in der Ecke. Ich mache es jetzt schön mittig eigentlich, ein bisschen nach unten. So, genau. Und da mache ich jetzt einfach noch ein paar Sternchen außenrum, so ein bisschen als Verzierung. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Größen in dem Stempelset. Also da habe ich eigentlich alles aus dem Stempelset verwendet. Denn ein Kind ist uns geboren, habe ich glaube ich nicht. Doch, habe ich natürlich auch innen rein, genau. Also alles aus dem Stempelset habe ich hier gleich eingebaut. Und da schnappe ich mir nur noch kurz ein Schmierpapier und gehe mir hier einmal so außenrum mit den kleinen und mit den großen Sternen
Was hier wirklich wichtig ist bei diesen kleinen Stempeln, versucht die wirklich gerade abzustempeln. Also nicht so ein bisschen ruckeln, weil dann hat man gleich den Rand drauf. Mal gucken, wie es mir jetzt gelingt. Mein Stempelkissen ist schon relativ leer. Aber so einfach außen rum und man hat noch ein bisschen Platz zum Schreiben. Und genau. Das ist so ein bisschen individuell. Richtet sich nach euch, wie viel Text ihr selber noch unterbringen wollt. Je nachdem. Vielleicht macht ihr da auch einen kleineren Spruch drauf oder so. Also das, da macht ihr, was ihr braucht. Okay, dann haben wir jetzt wirklich alles an Deko fertig und können mit dem Weiterbauen unserer Karte loslegen. So, und jetzt schnappe ich mir als allernächstes meine beiden Farbkartone, die schon das Designerpapier drauf haben. Und die klebe ich hier rechts und links an. Die haben das Maß, also das ist das Maß 10 x 5 cm und das Designerpapier hat 9,5 x 4,5 cm. Falls ihr das direkt jetzt beim Anschauen mitbastelt, könnt ihr das dann so zuschneiden. Aber es empfiehlt sich natürlich auch gerne, das vorher zu machen, vorher schon alles herzurichten. So, rechts und links drauf. Und dann nehme ich mir das Abreißklebeband und klebe mir hier noch auf die Vorderseite ein bisschen ein Streifen Abreißklebeband drauf. Das ist wichtig, dass man das auf die Vorderseite klebt. Weil da oben fehlt jetzt ein Stückchen, das stückelt man noch an. Das schicken wir uns jetzt eh gleich ab, aber dass es nicht zu wenig ist. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ich nehme kurz den Mülleimer und zeige euch das mal so. Ich schicke mir das hier so ein. Diese seitlichen Laschen sind also die Klebelaschen und die schicke ich mir einfach so ein bisschen ab. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Jetzt sieht das Ganze so aus und jetzt müssen wir uns das Ganze einmal umdrehen und auf einem von unseren beiden Laschen hier, also auf dieser mache ich es jetzt, setze ich mir eine Markierung. Weil ich möchte nachher haben, dass dieser Pop-Up-Mechanismus, dass diese Figuren hier in der Mitte, seht ihr das gut, dass die richtig schön gleichmäßig verteilt sind. Und dafür mache ich mir jetzt eine Markierung, da schnappe ich mir einfach einen Bleistift und ich nehme euch noch ein bisschen näher hin, dass ihr das noch besser sehen könnt. So, also ich schnappe mir ein Geodreieck und suche mir erstmal die Mitte. Und zwar ist die Mitte bei 2,75. Und jetzt muss ich mir das mal kurz hier gut anlegen. Also das heißt, an meinen Faltlinien hier ist 2,75 cm und dann weiß ich, wo die Mitte ist. Die Mitte ist also hier. Und von dieser Mitte mache ich nach rechts und nach links 1,5 cm. Da mache ich mir eine Markierung hin bei 1,5 cm. Seht ihr das? Ich habe jetzt von der Mitte 1,5 cm in die Richtung und 1,5 cm nach rechts gemacht. Rechts und links so. Und das sind meine Markierungen, wo ich dann nachher meine Einleger, diese kleinen Klebelaschen, dann schön hinmachen möchte. So, jetzt nehme ich euch wieder ein bisschen raus. Wir brauchen das nur auf einer Seite machen, das andere, die andere Seite ist dann automatisch. So, und jetzt klebe ich mir meine Streifen hier hin. Und zwar mache ich das so, ich mache hier diese Markierung, damit es nachher alles schön gleich verteilt ist. Und ich nehme jetzt, mache das Ganze nur auf einer Seite jetzt zunächst. Also ich nehme hier von einer Seite diese Schutzfolie von meinem Klebeband ab und klebe mir das dann hier an meine Markierung genauso auf. Also das heißt, ich glaube, ich muss euch da noch mal kurz ein bisschen näher hinnehmen. Sorry, jetzt bin ich an die Kamera gestoßen. Also ich habe jetzt hier meine Klebelaschen. Die sind jetzt so, die sieht man jetzt. Und auf der einen Seite habe ich diese Folie schon mal abgenommen. Das knicke ich mir so ein. Und jetzt gehe ich mir hier direkt an meine Markierung hin und klebe mir das jetzt gerade an. Achtet darauf, dass das hier unten nicht übersteht. Und dann habe ich hier meine Lasche quasi schon mal angeklebt. Seht ihr das? Und so mache ich das mit der nächsten auch. Also ich habe jetzt hier die niedrigere, die mit, glaube ich, 2 cm Höhe. Genau. Jetzt kommt die mit 2,5 cm Höhe. Dann mache ich es auch so, dass ich auf der einen Seite das Klebeband abnehme, also auf der rechten Seite oder diese Folie, klappe es mir wieder ein und lege es mir wieder an die Markierung von meinem Mittelpunkt jetzt hin. So. Achtung, wieder unten gucken, dass es nicht übersteht und ankleben. Und jetzt noch die letzte, nehme ich mir eben auch die eine Seite, wo ich das Klebeband abnehme, diese Schutzfolie, wenn es denn weg mag, genau, wieder einklappen, dass ich so ein bisschen so einen geraden Orientierungspunkt habe und dann wieder anlegen bei dieser Markierung, die wir uns gesetzt haben. So klebe ich diese drei Streifen an. Ich habe es jetzt bei dieser Karte so gemacht, dass ich diesen einen Streifen in der Mitte ein bisschen höher gemacht habe. Das habe ich bei meiner Musterkarte nicht gemacht.
Das ist einfach dafür da. Da kommt ja dann nachher das Schäfchen und das Eselchen drauf. Und dass man die ein bisschen hinter der Maria und dem Josef noch sieht, habe ich die da ein bisschen erhöht. Ihr müsst es nicht machen, also ihr könnt es auch alle Streifen gleich hoch machen. Und dann müsstet ihr euch einfach aus dem Reststück Wildleder so kleine Streifen schneiden, die so breit sind wie die beiden Füßchen zum Beispiel. Und dann könntet ihr euch das auch noch ankleben und dann oben von der Höhe dazu so hoch hinkleben von hinten, dass ihr die dann nachher noch seht. Also das ist die zweite Möglichkeit. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das so läuft, ob wir das machen müssen oder ob das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Und dazu kleben wir uns jetzt unsere Figuren auch noch. Als erstes fange ich an mit Maria und Josef. Die klebe ich eben hier unten an. Das mache ich auch wieder mit Flüssigkleber und ich klebe nur hier unten ein bisschen Kleber hin, also relativ weit unten, weil ich es wahrscheinlich relativ weit hoch setze. Ich muss ein bisschen gucken, wie das dann von vorne ausschaut. Und die setze ich mir wirklich mittig auf meinen Streifen hier. Also da kann ich mich ganz gut orientieren, dass rechts und links ungefähr der gleiche Abstand ist. Und dann macht euch das ruhig einmal zu und guckt euch das an, wie das Ganze dann von vorne aussieht. Weil es durch diese Verschiebung dürft ihr das jetzt nicht so anschauen, sondern ihr müsst es schon so im aufgepoppten Zustand quasi mal testen. Und da finde ich das super, dass man sich das so in der Mitte orientieren kann mit den beiden. Und dann kommt das Eselchen und das Schäfchen noch. Die sollen so ein bisschen da in der Mitte durchschauen, also hinter dem Jesuskind quasi direkt in die Krippe reinschauen. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen gucken, dass ich das so gerade halte, dass ich wirklich weiß, wo die dann sind. Also so, da mache ich mir auch wieder einen kleinen Klebepunkt oder ein kleines bisschen Flüssigkleber auf die Füße von dem Esel. So. Und klebt mir den so an, am besten ihr stellt euch das ein bisschen auf und guckt dann so ein bisschen von vorne drauf. Und da empfiehlt sich wirklich Flüssigkleber zu nehmen, weil ihr da noch ein bisschen ruckeln könnt und die Möglichkeit habt, das noch auszurichten. Aber so sieht man den eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt es auch in der Kamera erkennen. Jetzt muss ich nur warten, bis das angetrocknet ist. Und das Schäfchen, das kuschelt sich ziemlich nah an das Eselchen hin. Kriegt auch zwei Klebefüße quasi. Und kommt dann noch so ein bisschen relativ nah ans Eselchen hin, dass man das dann auch noch ein bisschen sieht. Auch hier mit der Höhe ein bisschen gucken, dass der Esel nicht zu niedrig ist. Mal gucken, den kann ich noch ein bisschen hochziehen. Schäfchen noch ein bisschen runterschieben. Na, dass man die dann nachher trotzdem noch sieht. Jetzt gucken wir mal nochmal. Ja, geht schon. Aber das Schäfchen könnte noch ein bisschen höher kommen. Muss noch ein bisschen höher. Genau, so. Aber das ist eigentlich ganz gut, wenn man mal von vorne drauf schaut. Man sieht das Eselchen eigentlich schon noch ganz gut und das Schäfchen. Also man könnte das auch so machen mit diesen 2,5 cm Streifen. Man könnte den vielleicht sogar noch ein kleines bisschen höher machen. Wobei ich es eigentlich so ganz perfekt finde. Genau, eigentlich ist es so super. Und jetzt kleben wir uns noch den Stall an. Der kommt hier noch drauf. Und der kommt, also den kann man auch ganz gut verteilen, also zeige euch das mal gleich. Der kommt eigentlich wirklich fast an den Rand hin. Und dann einmal einklappen und nochmal gucken, ob es wirklich passt von der Proportion und so weiter. Aber so finde ich das ganz gut. Mal gucken, dass es auch klebt. Muss man immer ein bisschen beim Flüssigkleber immer ein bisschen kurz warten, paar Minuten Ruhe geben. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir den Stall noch ein bisschen zugeschnitten, dass der hier, wenn man das so zuklappt, an der Seite nicht ansteht, seht ihr das? Ich muss mal schauen, ich habe es an beiden Seiten einfach ein bisschen gekürzt. Das kann man jetzt noch ganz gut machen. Machen wir es lieber ein bisschen kürzer als zu wenig. Hier auch. So seht ihr, glaube ich, was ich hier mache. Also ich kürze mir hier diese Ecken von dem Stall noch ab, damit da nachher nichts ansteht, wenn wir das dann so einklappen. Also hier kann ich noch ein bisschen was wegnehmen. Da bin ich schon wirklich, also lieber ein bisschen zu viel, bevor das dann nachher nicht schön funktioniert. An beiden Seiten einfach noch ein Stückchen weg. Von dem Heu. Aber so sieht es schon mal richtig super aus. Und das ist so ein bisschen so die schwierige Stelle an dem ganzen Teil 1. Also es kommt noch eine kleine Stelle, wo man aufpassen muss. Aber ansonsten, wenn ihr das so mit dieser Anleitung so macht, glaube ich, kommt ihr da super zurecht. Das ist gar nicht so schwer. Und jetzt lege ich mir das Ganze so rum hin, dass also meine
meine Klebelaschen jetzt so nach oben schauen und ganz flach sind und nehme mir hier diese Schutzfolien gleich mal ab. Alle drei, weil so kann ich das gleich alles auf einmal ankleben und muss dann nicht mehr viel gucken, wo ich jetzt diese Abstände habe. Zweimal. Und jetzt lege ich mir das einfach schön gerade hier unten hin, also dass das hier unten eine schöne gerade Linie bildet und klappe mir das einfach einmal zu. Und jetzt habt ihr den Effekt, seht ihr, wenn ihr das aufstellt, dann sieht das perfekt aus. Dann passt das genau von den Abständen. Ich finde, das ist super so, da muss man sich nicht mehr so viel, muss man nicht mehr so viel friemeln und da passt das jetzt perfekt. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick von mir. Ich nehme mir jetzt ja, auf die Rückseite kommt ja jetzt nochmal dieses zweite Designerpapier, das wir haben. Und das kürze ich mir jetzt einfach mal so um einen Millimeter ungefähr. Also wirklich, das schneide ich nur ganz, ganz kleines bisschen ab. Nur so einen ganz kleinen Streifen. Lieben, ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ich hoffe, ich kann es euch rausschneiden. Also, wir haben ja dieses Teil zusammengebaut und jetzt nehme ich mir hier ein Stück Flüssigkleber und klebe mir hier innen. Also ich habe hier außen eigentlich meine Klebestreifen vorher gehabt, die mache ich gleich nochmal neu hin. Aber ich klebe mir jetzt hier innen mein Designerpapier auf. Also es soll ja innen kleben und nicht außen. Ich habe es jetzt aus Versehen gerade außen drauf gebaut. Aber ich konnte es Gott sei Dank noch beheben. Ich glaube, das sieht man nachher nicht mehr. Ich muss nur aufpassen, dass ich die richtige Seite da reinnehme. Also so muss ich es jetzt reinkleben. Ich klebe mir jetzt einfach mein Designerpapier hier so an. Ich richte mich hier, dass es oben und unten schön gleichmäßig ist. Ich richte mich hier aus an dem Bereich. Und jetzt klappe ich mir das zu und klebe mir das von der anderen Seite auch noch so an. Seht ihr das? Also ich kann mir das jetzt einfach hier so rumklappen. Bei mir ist jetzt ein bisschen wenig Papier da, weil ich habe mich jetzt wirklich ganz schön verhauen. Aber das sieht man jetzt im Nachhinein nicht mehr. Aber das gehört natürlich nach innen geklebt. Und jetzt kommt außen drauf nochmal ein Klebeband, das habt ihr ja eigentlich schon dran. Und dann kann ich mir das nämlich hier nachher an meine andere Verpackung bauen. Aber so habt ihr diesen Pop-Up-Effekt und hier eine schöne Krippe mit schönem Hintergrund. Jetzt kommen wir noch an den Rest. Und zwar habe ich ja jetzt noch mein Papier mit dieses Wildlederpapier. Jetzt nehme ich euch nochmal ein bisschen raus. Dieses Wildlederpapier mit dieser Lasche, wo wir hier die zwei Falzlinien haben. Und die Lasche, die legt euch jetzt auf die rechte Seite. Und dann können wir uns hier innen schon mal das Designerpapier aufkleben. Und das Flüsterweißpapier. Einfach mal schön mittig draufkleben. Wir können uns auch gleich ein bisschen Deko anbringen. Dann ist da auch schon mal ein bisschen weniger von Sachen, die mir hier am Tisch rumliegen. Dann nehme ich mir jetzt einmal diese schöne Palme mit ein bisschen Flüssigkleber und klebe mir die so in den Hintergrund und da einfach mein Schildchen drüber mit der frohen Botschaft. Und dann kann ich mir hier meine Krippe schon mal aufkleben. Und zwar passt es jetzt genau auf dieses Element hier. Auf diese Seite. Dann nehme ich mir jetzt einmal meine Klebestreifen ab. Aber ich werde es auch noch mit ein bisschen Flüssigkleber zur Sicherheit was befestigen in der Mitte. Also kommt jetzt hier in der Mitte noch Flüssigkleber drauf. Wundert euch nicht, dass es irgendwie so aussieht mit diesem abgerissenen Papier. Aber es kann schon mal passieren. Gut, dass wir es noch retten konnten. Und jetzt klebe ich mir das hier schön bündig auf. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Überstand, weil ich hier, den kann ich aber noch wegschneiden, das ist kein Problem. Aber da hätte ich einfach nur mit Flüssigkleber arbeiten sollen, glaube ich. Es wäre ein bisschen besser gewesen. Aber so funktioniert das ganz gut und von unserem Malheur sieht man jetzt zum Glück nichts mehr. So. Gut, also jetzt haben wir schon, ihr habt es gesehen, den Mechanismus der Karte. Der funktioniert jetzt also so, dass wir uns die Karte jetzt hier aufklappen können und dann kann man sich das so richtig schön aufstellen. Also wirklich cool. Diesen schwierigen Bereich oder das Schwierige haben wir jetzt alles überstanden und gut gemacht. Jetzt klebe ich mir hier noch ein bisschen Deko auf und zwar nehme ich meinen kleinen Stern und den setze ich mir auf ein Dimensional auf.
Somit ist die Innendeko jetzt schon fertig. Wer jetzt mehr Platz zum Schreiben braucht, könnte natürlich auch hier nochmal was Flüsterweißes drauf machen und dann noch beschriften oder hier. Also da hat man schon noch Platz und Möglichkeiten. Und jetzt machen wir uns die Karte noch von außen fertig. Auch hier gibt es noch was zum Beachten. Und zwar müssen wir natürlich noch unser Band unterkriegen. Also ich nehme jetzt hier einfach ein Band. Das ist ein Savanneband. Ich habe hier diese Kordel benutzt, aber die ist mir ein bisschen zu hoch. Also man sieht es ganz leicht, wenn man da hinschaut. Da wölbt sich das Papier vorne so. Deswegen würde ich euch da ein flaches Band empfehlen. Und dann nehme ich mir jetzt einfach das hier und klebe mir das noch so in den Hintergrund von meiner Frontseite. Und zwar lege ich mir das immer einmal außen rum und schaue dann, dass die Enden ungefähr gleich lang sind. Und dann könnt ihr euch das einfach einmal ankleben. Ich glaube, ich mache es jetzt so, dass ich mir hier gleich das Abreißklebeband drüber klebe. Mache das in die Mitte, also mittig das Band, fixiere ich mir mittig und setze mir jetzt hier einfach drüber mein Designerpapier mit dem flüsterweißen Papier im Hintergrund. Und kann mir es dann ziemlich flach da aufkleben. Das fand ich ein bisschen schöner, wenn das Band eben flach ist. So, auf die Rückseite können wir auch gleich unser beschriftet und bestempeltes Papier aufkleben. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Deko für vorne und dann sind wir auch schon fertig mit unserer Karte. Ist auch wieder ein längeres Projekt geworden, aber das ist halt einfach eine schöne Karte, aber so ganz besondere Karten, die brauchen halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ist halt einfach so. Eine Idee mit der Krippe2Go kommt übrigens noch, also ich habe noch eine weitere Idee. Das ist irgendwie lustig, weil das alles aus meiner Geburtstagspost entstanden ist. Da wolltet ihr Anleitungen haben und da fand ich, die passt ganz gut. Okay, also das klebe ich mir jetzt auch ganz flach mit Flüssigkleber einfach hier vorne hin so ein bisschen. Dann kommt wieder so ein Stern oben drauf mit einem Reststück Dimensional oder einem Mini-Dimensional, was ihr halt gerade da habt. Muss mir dann nochmal eins schnell zuschneiden. Es ist auch so, ich habe die ganzen Sachen, glaube ich, schon im August geplant. Also die Sachen stehen jetzt für mich schon ziemlich lange fest. Und dann ist es natürlich immer so eine Sache, weil man nicht mehr genau weiß, wie war das jetzt eigentlich? Wie habe ich das jetzt zusammengebaut? So wie jetzt auch, habe ich hier noch eine Palme übrig und hätte die eigentlich gerne in den Hintergrund geklebt. Muss ich es wieder ein bisschen abziehen. Also man könnte sie hier so rausschauen lassen oder ich klebe sie tatsächlich in den Vordergrund. Spricht eigentlich auch nichts dagegen, oder? Dann nehme ich jetzt nochmal ein Stück Dimensional, klebe mir das unter die Palme, dass das noch so ein bisschen 3D-mäßig erhaben ist. Zumindest am oberen Bereich. Nochmal ein letztes Stück. Also da klebe ich mir jetzt eigentlich nur das Kleberchen auf zwei Blätter auf. Baue mir das so ein bisschen hier unten hin. Ich weiß nur nicht, ob man das da unten sehen soll. Schaut das komisch aus, wir können uns die natürlich auch kürzen. Wir sind ja mit Papier da sehr flexibel. Und dann nehme ich mir noch dieses kleine Schildchen und mache es eigentlich nur so, dass ich mir das so ein bisschen so einmal in Form biege. Und dann mache ich mir da hinten noch so einen Klebepunkt drauf und klebe mir das unten noch über den Fuß von meiner Palme drüber. Ja, ich glaube, so ist es ganz gut. Dann hat das Ganze nur ein bisschen mehr Deko. Ist ja an sich schon sehr schlecht. Und dann kann man das hier einfach schön mit einer Schleife verschließen. Ich deute es jetzt mal nur kurz an, weil ich es euch ja gleich nochmal komplett zeige. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ich würde da echt noch ein bisschen Glitzer drauf machen oder so. Gucken wir mal, was wir für Steinchen als Auswahl haben. Ich nehme jetzt hier diese facettierten Glitzersteine. Da hat man nämlich diese ganz neutralen, aber trotzdem funkeligen Steine, die nehme ich immer total gern. Und ich finde, auf dieser Frontseite darf es noch ein bisschen was haben. Da ist noch nicht so viel drauf, da können wir noch ein bisschen was unterkriegen. Das ist wirklich nur ganz dezent, aber so ein bisschen Funkel darf da schon noch mit drauf. Und jetzt machen wir sie auf, diese wunderschöne Karte, und testen sie gleich mal. Wie gesagt, hier kann eine Schleife hin, das kann man dann nachher noch ein bisschen kürzen. Das Band ist jetzt relativ lang bemessen. Aber dann kann man die aufmachen und hat hier diese wunderschöne Krippe. Ich finde, die Karte ist ganz, ganz toll. Ich finde, das ist was ganz Besonderes. Und ja, ich glaube, da machen wir auch noch ein bisschen Glitzi rein, so einen kleinen Stein. Kann auch nicht schaden. Einer reicht. Manchmal reicht es auch ganz dezent. Genau, und dann haben wir hier wirklich eine ganz, ganz tolle Karte, die man super schön so hinstellen kann. Und wie gesagt, man kann auch Grüße unterkriegen und man kann sie ganz flach verschicken. So, ihr Lieben, also ich zeige euch nochmal meine beiden Karten
dem Prototypen und das, was wir heute gezaubert haben. Ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich mache auch einfache Karten, also es sind nicht immer so krasse Karten, aber hin und wieder muss das schon mal sein. Ich liebe besondere Kartenformen und da, ja, findet ihr ganz viele auf meinem Kanal auf jeden Fall. Da bin ich einfach großer Fan von und das zeige ich euch natürlich auch gerne. So, ihr Lieben, schaut auch gerne wieder vorbei bei meinen anderen Karten. Natürlich auch gerne bei der anderen Cribbit2Go oder bei der, die bald kommt. Also es kommt noch eine. Oder natürlich auch bei den anderen Ideen. Ich habe ja mehrere Sachen für euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!